So Leute, da bin ich wieder im Let's Play Gothic. Ja, letztes Mal waren wir stehen geblieben bei dem Turm und da gehen wir jetzt auch erstmal hier schön rein, einmal schön reinspringen ins kalte Wasser. Erstmal schön Herzstillstand erleiden, aber ey, scheiß drauf. Wir sind der namenlose Held. So. Ich das hasse. Ja, Leute. Ich hoffe mal, ihr könnt mir verzeihen, ich kann nicht so gut hier in dem Spiel schwimmen. Oh ne, Moment, ich schwimme nochmal hoch, alle, wir sind jetzt schon fast am Absaufen. So, okay, Moment, muss ich noch eben kurz regenerieren. Ah, ne, ne, brauch noch ein bisschen. Okay, wir müssen. Okay, auf jeden Fall müssen wir. Oh. Oh, Alter, als wenn du besoffen bist, ey. Oh, ach du, oh, was ist denn jetzt los? Oh mein, was machst denn du? Los, schwimm weiter! Ja, das war gekonnt, wie ich hier hingekommen bin, das ist klar, ne? Habt ihr gesehen. Ich hab keine Ahnung, wie ich hier hingekommen bin, Leute. Kann ich das denn schon in Tote vernichten? Nein, aber ich habe ja einen. Oh, scheiße, ich treffe gar nicht. Ja gut, dann ist das jetzt auch egal. Alter, der eine schlägt mich hier von hinten die ganze Zeit, oder was? Was ist das denn? Zombies! Ah, verpiss dich, Junge! Trink, 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 trink. Ich hoffe mal, die können nicht schwimmen. Das ist ein Toter. Oder einer ist behindert. Ja, da sieht man, Zombies können nicht schwimmen. Ja, pff, der stirbt einfach. Der gibt keinen Laut von sich, der säuft nämlich. Da sind noch ein paar Zombies, aber erst kommt der scheiß Magier dran. Aua! Fuckst mich nicht, du Arsch! Mega epic wie die Schweine. Ja, komm her. Ja, komm her. Oha, ja, du sollst nicht hier hinkommen. Laufen auch noch ein paar Krüppel rum. Also nichts gegen behinderte Leute, aber die sind. Die nenne ich einfach mal Krüppel. Skelette beschwören und. Oh, jetzt bin ich auch noch runtergefallen.
wie die schreien. Ich finde das richtig nice. Guckst du mich nicht, du Arschloch? Alter. Oh mein Gott, wie viele sind denn hier noch? Komm, Opa, 101, 1 gegen 1. Alter, wie der stirbt. Ja, da stehen ein paar Tränke, aber wir machen erstmal hier die Truhe offen. Antike Erzrüstung, what the? Das ist die Rüstung, von denen er gesprochen hat. Ja, ein grobes Schwert ein bisschen. Teleport zu den Feuermagiern. Oh oh, Leute. Ihr wisst, ne? Die Feuermagier sind alle tot und da ist ein. Warte, jetzt muss ich erstmal. Oh mein Gott. Alter, wer will. Wer will uns noch umbringen, Leute? War das deswegen, war hier ein guter Trank dabei? Nein. Alter! Ja, hier ist nur wieder nur Müll drin. Das Einzige ist gut, das hat Erz. Erz ist immer gut. Oh nein, 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 mach die Truhe wieder offen. Alter, die Rüstung ist mega nice. Oh, Teleport zu den Feuermagiern? Die sind doch. Dann können wir ins alte Lager. Oh, oh, es kann sein, dass ich gleich die Aufnahme eben unterbrechen muss. Oh oh, hier sind noch mehr Truhen. Ach, hier ist auch nur Müll. Ja, nimmt einfach eben von hier unten. So, hier ist noch eine Truhe und dann kommen wir auch hier wieder raus. Ach, Teleport zu den Feuermagiern. Weißt du, die eine Truhe, ja, da sind mega geile Sachen drin und in den anderen ist nur Bullshit drin. Na gut, das war's. Das heißt, wir können wieder zum Wassermagier. Ah, ne, nicht zum Wassermagier, zum Dämonenbeschwörer. Wenn wir jetzt gleich die Waffe haben, Alter, dann geht's los. Alter, sind wir stark. Ah, wie ich sehe, trägst du die Erzrüstung. Ich habe sie in einer der Kisten im versunkenen Turm gefunden. Sie gehörte dem Feldherrn, der einst Oriziel in die Schlacht gegen die Orks führte. Ich hoffe, sie bringt mir mehr Glück als ihm. Hast du die magische Formel für das Aufladen von Oriziel fertiggestellt? Sie ist vollendet. Aber du wirst sie nicht alleine benutzen können. Warum nicht?
Sie muss von einem Magier gesprochen werden, während du das Schwert mit der Kraftquelle in Berührung bringst. Dann werde ich mich nach Unterstützung umschauen müssen. Nimm die Formel an dich und gib der Waffe ihre alte Macht zurück. Du wirst sie brauchen. Okay. Als Magier werde ich mich schwer tun, Uriziel wirksam zu führen. Es gibt da einen Weg. Aber zuerst musst du der Klinge ihre alten Kräfte wiedergeben. Kehre dann zurück. Und ich weiß natürlich auch, was so viel Macht hat. Ja. Der Erzbrocken, den haben sie immer noch. Die wissen zwar jetzt, dass er das nicht zerbringen wird. Milton! Ach, was für ein Sei gegrüßt, mein Freund. Dich habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. Hallo Milton, es ist viel passiert, seit wir uns das letzte Mal trafen. Ich würde dir gern alles erzählen, doch im Moment ist keine Zeit dafür. Ich bin in Eile. Milton, ich brauche deine Hilfe. Um was geht es? Wie kann ich dir helfen? Lass uns irgendwo hingehen, wo es nicht so viele Ohren gibt. Wie du meinst. Folge mir. Na gut, Milton, komm. Dann lauf du mal vor. Nun sprich. Worum geht es? Ich brauche die magische Energie des Erzhaufens und ich halte es für unklug, die anderen Wassermagier danach zu fragen. Du scherzt. Die Zeit des Scherzens ist vorbei. Ich meine es todernst. Ich habe Xardas, den Dämonenbeschwörer, getroffen. Ich handle in seinem Auftrag. Xardas? Langsam machst du mir Angst. Niemand hat mit ihm gesprochen, seit er das alte Lager verlassen hat. Ich schon. Wofür benötigst du die Energie des Erzhaufens? Ich will sie auf dieses Schwert hier übertragen. Wow. Was für eine Waffe. Es trägt den Namen Uriziel. Xardas gab mir diese magische Formel, um den Transfer zu vollbringen. Du musst sie aussprechen, während ich Schwert und Erz in Kontakt bringe. Es sieht so aus, als ob ich diese Zauberformel nur herunterlesen müsste. Aber wir werden ernsthaften Ärger mit Saturas und den anderen Magiern bekommen. Das Risiko müssen wir eingehen. Es ist wirklich sehr, sehr wichtig. Wichtig für alle Bewohner der Kolonie. Ich verstehe nicht. Es wird uns alle hier rausbringen. Du musst mir vertrauen. Einverstanden. Nach all dem, was du bereits für uns getan hast, besitzt du mein Vertrauen. Außerdem scheinst du auch das von Xardas zu besitzen. Triff mich unten beim Erzhaufen und zu keinem ein Sterbenswörtchen. Gut, wir treffen uns beim Erzhaufen. Bis dann. So, okay, wir gehen jetzt erstmal zum Erzhaufen. Dann geht's los, Freunde. Huch. Söldner, stand der schon immer hier? Wo ist Uri? Da ist Uriziel. Das ist natürlich jetzt noch nicht so stark, weil es sieht schon mega geil aus. Und was Milton hier macht, das ist sehr nett. Ey, hier, der Typ hält mich doch immer, oder? War ihm zu Ehren. Ja. Du hast mir ganz schön aufs Maul gehauen, Mann. War ein guter Kampf, aber jetzt ist gut. Ja, ja. Ich bin verletzt. Kannst du mich heilen? Die Kraft der Heilung und lasse diesen Körper und den Geist gesunden. Dankeschön. Sehr aufmerksam von Ihnen. Oh, hallo Milton. So Leute, jetzt kommt gleich eine Filmsequenz. Das heißt, epische Musik. Vielleicht könnt ihr das gleich nicht sehen, ich weiß es nicht. Und wenn ihr es nicht sehen könnt, da gibt einfach ein in YouTube irgendwie, oh, hier ist ein Erzbrocken. Also ne, da gibt ihr nicht ein, da ist ein Erzbrocken, sondern da gibt ihr dann ein, egal, ich versuche mal den Link in der Beschreibung zu tun. Und wenn nicht, dann gibt einfach ein. Dann gebt ihr einfach ein, keine Ahnung, Uriziel-Aufladung oder irgendwie sowas, Szene oder irgendwie so eine Scheiße. Komm, Milton, ihr habt eine Ewigkeit. Milton, wo bist du? Komm, mach hinne. War nicht besonders schlau. Ich dachte, der Typ will mich heilen. Ich bin immer noch nicht geheilt, du Arsch. Na los, komm, ihr habt nicht ewig Zeit. Hast du das Schwert und die Zauberformel? Nein. Hier, nimm die Zauberformel. Bist du bereit?
So bereit, wie man für solch eine Wahnsinnstat nur sein kann. Dann kann es ja losgehen. Ich hoffe, ihr seht das. Ich sehe es aber selber nicht. Keine Ahnung, ich sehe es nicht. Die Hallen des Schläfers. Es ist vollbracht. Unglaublich. Der unscheinbare graue Edelstein schimmert nun bläulich. Ja, wir können auch sehr viel sehen, weil da Dinge davor ist. Das ist ein gutes Zeichen. Die magische Energie des Erzhaufens scheint tatsächlich in das alte Schwert übertragen worden zu sein. Aber unsere kleine Aktion hier scheint etwas Aufmerksamkeit erregt zu haben. Du solltest dich am besten direkt hier heraus teleportieren. Was wird aus dir? Mach dir um mich keine Sorgen. Ich werde mir schon was einfallen lassen. Geh jetzt! Okay, wir sollen uns hier raus teleportieren. Das können wir machen. Gehen wir zum Dämonenbeschwörer. Leute, guckt euch die Waffe an. Ist die denn stärker als unsere? Oh ja! Alter, Leute. Wir sind im letzten Kapitel, ja? Und das Geilste ist, wir sind overpowered. Overpowered nennt man sowas. Ich habe Uriziel aufgeladen. Unglaublich! Das Schwert hat seine alten Kräfte wieder gewonnen. Nun führst du eine wahrhaft mächtige Waffe. Du erwähntest einen Weg, wie ich Uriziel auch als Magier wirksam führen könnte. Wenn du Uriziel genau betrachtest, wird dir der große, blau schimmernde Edelstein in der Klinge sofort auffallen. Er ist das Gefäß für die magischen Kräfte der Klinge. Wenn ich den Stein entferne, kann ich daraus eine Zauberrune herstellen, welche die Eigenschaften von Uriziel selbst in sich trägt. Eine Zauberrune aus Uriziel? Mit der Kraft der Rune wirst du deine Feinde haben. Nein, nein. Das wollen wir ja nicht. So, speichern. So, Leute, und jetzt sind wir wirklich stark. Also, ich meine, wir sind Schutz vor Waffen, Alter, haben wir schon 95. Das ist krass. Naja, gut, aber okay. Ich speichere jetzt erstmal und wir sehen uns bei der nächsten Folge von Let's Play Gothic. Ciao!